Im Namen der Freidenker Zentralschweiz begrüße ich Sie herzlich zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Aufklärung und Humanismus heute. Wie Sie vielleicht mitverfolgt haben, ist 2009 ein sehr ereignisvolles Jahr für unsere Vereinigung. Unsere Plakatkampagne »Da ist wahrscheinlich kein Gott« hat in den Medien unerwartet hohe Wellen geworfen. Die Botschaft scheint an einem tief verwurzelten gesellschaftlichen Tabu zu rütteln. Stößt auf Argwohn, ja Ablehnung. Dabei hat Religionskritik eine lange Tradition, gerade im Westen. Die Zahl der Konfessionslosen wächst rasant und damit die Forderung nach einer rigoroseren Trennung von Kirche und Staat. Wie kann es sein, mussten wir uns fragen, dass eine Stadt wie Zug, die sich doch gerne ein liberales Image gibt, auf Druck interessierter Kreise versucht, ein harmloses, lebensbejahendes Inserat zu verbieten. Täglich sind Religionen und ihre Vertreter in den Schlagzeilen. Eben hat der Europäische Gerichtshof ein aufsehenerregendes Urteil gefällt. Es verbietet das Kruzifix in Italiens Schulen, denn dessen obligatorische Anbringen verletze das Menschenrecht auf Religionsfreiheit. Trotz klarem, gleichlautendem Bundesgerichtsbeschluss meldeten sich umgehend auch bei uns Stimmen aus theologischen Fakultäten. Kreuze seien Teil des kulturellen Erbes und daher doch bitte zu tolerieren. Das Schweigen der Staats- und Verfassungsrechtler erstaunt, unterwandern solche Statements doch die Neutralität des Staates und diskriminieren letztlich alle Nichtchristen und Glaubensferne. Kürzlich berichteten Deutschschweizer Medien über die hohe Zahl strenggläubiger Studenten an hiesigen pädagogischen Hochschulen. Es trifft sich gut, dass unser heutiger Referent selbst in diesem Bereich eine Schlüsselstelle einnimmt. Professor Dr. Franz Josef Wetz gehört wie Dr. Schmidt-Salomon, den wir letztes Jahr in diesem Raum sprechen hörten, dem Beirat der Giordano Bruno Stiftung an. Er studierte Philosophie, Germanistik und Theologie in Mainz. Seit 1994 lehrt er an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd. Seine Forschungsschwerpunkte sind Hermeneutik, Ethik, Kultur und Naturphilosophie. Insbesondere analysiert er die Konsequenzen der Erkenntnisse moderner Naturwissenschaften für das menschliche Selbst- und Weltverständnis. Franz Josef Wetz ist Gutachter beim Klett-Gotta-Verlag, in dem eben sein neues Buch »Baustelle Körper – Bioethik der Selbstachtung« erschienen ist. Er ist Mitherausgeber der im Belz-Verlag erscheinenden Schriftenreihe »Philosophie und Ethik unterrichten«. Er setzt sich intensiv mit der Sinnsuche der Menschen in einem modernen, säkularen Umfeld auseinander. Allen, die sich heute hier eingefunden haben, sind diese Fragen wichtig. Begrüßen Sie mit uns unseren Referenten. Meine Damen und Herren, zunächst vielen Dank für die freundlichen Begrüßungsworte. Wir werden uns heute Abend mit der Frage beschäftigen, die Sie ja schon länger auch umtreibt, eben der Religion und der Frage, wie sich damit leben lässt. Ich werde dieser Frage eine spezielle Wendung geben wollen. Der neue Atheismus, wie er im Moment ja Urständ feiert, kann man sagen. Die atheistische Diskussion ist ja nicht so ganz Neues. Im 19. Jahrhundert war sie sehr verbreitet. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, jetzt ist sie wieder sehr modern. Es gibt viele namhafte Bücher, namhafte Autoren in den letzten Jahren, die sich diesem Thema zugewandt haben. Also Dawkins ist der herausragende Name, aber dazu gehören natürlich auch Harris und Dennett und Hitchens und Offray und Norbert Hörster und. Also da gibt es so viele Bücher in der letzten Zeit zu diesem Thema, dass man erst einmal überrascht ist, weil, wie gesagt, Religionskritik ja doch im Ende des 19. Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so eine große Popularität besaß und man eigentlich schon dachte, das ist jetzt eigentlich auch schon in der akademischen Welt durch. Und wenn man sich die Diskussion auch diese Bücher anschaut, dann sind sie natürlich bezogen auf wissenschaftliche Ergebnisse der heutigen Zeit, sehr aktuell, aber die Substanz der Argumente ist tatsächlich auch nicht so sehr neu, sondern die ist von David Hume bis Sigmund Freud, eigentlich ist das alles schon einmal durchdekliniert worden und man muss eben fragen, woran liegt es, dass das wieder so aktuell geworden ist, und dafür gibt es eine Reihe von Faktoren sicherlich. Also da ist einmal
das Erstarken des Islamismus, der Terror im Namen Allahs, das sind die evangelischen Fundamentalisten, die im Grunde die Ergebnisse der modernen Wissenschaft als Teufelswerk bekämpfen, das sind die bunten Fernsehauftritte der katholischen Folklore, die sehr zugenommen haben in den letzten Jahren. Also es sind ja sowieso Kostümfeste, feierliche Kostümfeste, die aber doch auch eine hohe Einschaltquote irgendwie gewährleisten, die gewisse akademische Kreise so zu einer Gegenbewegung und vieles andere, was gewisse akademische Kreise dann zu einer Gegenbewegung auf den Plan gerufen hat. Ich werde in meinem Vortrag diese Argumente, die in dieser Religionskritik dargestellt wird, nicht wiederholen, sondern mein Vortrag geht jetzt einfach tatsächlich einmal davon aus, dass es mit der Religion vorüber sei. Wir gehen davon aus, dass wir geben uns nun jetzt überzeugt, dass die Ergebnisse der modernen Kosmologie, die Ergebnisse der modernen Evolutionstheorie und der Neurowissenschaften und viele andere wissenschaftlichen Disziplinen die großen Religionen in eine tiefe Plausibilitätskrise gestürzt haben, ihre Plausibilitätsbedingungen zerbrochen sind, sodass wir eigentlich jetzt keine gläubigen Menschen mehr sind. Und ich werfe vor diesem Hintergrund, also ich werde jetzt kein Argument anführen, warum die Religion nicht mehr stimmig ist. Das ist, wie gesagt, schon auch weitgehend, denke ich, kann man immer wieder machen, aber das ist jetzt nicht mein Thema, sondern mein Thema soll heute Abend sein, dass, wenn es so ist, dass es keinen Gott gibt, die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften uns radikal in einen anonymen Naturzusammenhang einbetten, der uns unsere Sonderstellung nimmt, dann entstehen ja teilweise auch Probleme. Und dieses Genieße das Leben, sorg dich nicht, wenn es keinen Gott gibt, diesen Weg will ich jetzt erstmal ein bisschen verbauen, indem ich die bange Frage aufwerfe, indem ich sage, so einfach ist das ja gar nicht, mit dem Ende der großen Sinnerzählungen der Religion fertig zu werden. Und ich stelle die Frage, ob denn der moderne Mensch überhaupt in der Lage ist, die existenziellen und ethischen Folgelasten einer radikal entzauberten Welt zu tragen oder zu ertragen. Überfordert das Experiment einer Gesellschaft ohne Gott nicht unsere moderne Welt? Und es gibt sicherlich welche, die feiern diesen Verlust der Religion als Befreiung aus ihrer zwanghaften Kindheit. Sie können das Leben ohne Religion genießen, aber es gibt nun in der modernen Gesellschaft auch viele Menschen, die sich mit dem Verlust der Religion bei allen Zweifeln, die sie behaben, sie haben Zweifel und sie glauben vielleicht auch gar nicht mehr so richtig, sie verlassen sich nicht mehr darauf, sie lassen sich zwar einiges noch gefallen, die Taufen und die Beerdigungen, aber so richtig verlassen tun sie sich auch nicht darauf, weil sie haben irgendwie Probleme mit diesem Verlust der Religion, wirklich dann auch fertig zu werden, weil da etwas verloren gegeben wird, was sie glauben auch doch zum Leben zu benötigen. Und an diesen großen Kreis der Menschen, die in einer Zwischenstellung leben, auch um die muss sich eigentlich, denke ich, eine Freidenkerbewegung auch bemühen, und sie muss sie dort abholen, wo sie stehen, in ihrer harten Auseinandersetzung mit dem Verlust der Religion, der dann nicht einfach sich abschließen lässt mit der Empfehlung, genieß dein Leben, sorg dich nicht, sondern sie geben ja etwas für verloren. Wie sehr man darunter auch leiden kann, haben uns die Romantiker schon vorgemacht. Die Spätromantiker glaubten, dass die Menschen Gott noch zum Leben benötigten, aber die Spätromantiker, und ich könnte viele Beispiele benennen aus der Literatur, sie ahnten bereits, dass es damit nichts ist. Aber sie wollten es noch nicht wahrhaben und haben es immer wieder erneut versucht, dann irgendwie dann doch literarisch zu denken und sich damit sehr abgemüht. Ich bin nur ein Beispiel aus der Romantik, ich könnte viele andere benennen. Ein Beispiel ist Jean Paul, ein großer Schriftsteller, der einen Roman verfasst hat, den Titel trägt Siebenkäs. Und in diesem Siebenkäs gibt es eine sehr bekannte
erschütternde, fast kitschige, aus unserer Sicht vielleicht sogar fast kitschige Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, das kein Gott sei. Also das ist natürlich schon eine Spannung in dem Ganzen. Da kommt Christus, kehrt zurück, nachdem er auferstanden ist, um zu sagen, ich bin zwar jetzt auferstanden, aber ich habe den Himmel nicht erreicht. Und das, wofür ich stehe, das gibt es nicht. Er kehrt zurück, das gibt es nicht. Und ich zitiere mal aus dieser Rede, in der dieser Christus spricht zu den Menschen. Es ist ganz dramatisch, die Rede sollten Sie auch einfach mal die Gelegenheit haben, mal nachlesen. Ganz dramatisch von Jean Paul inszeniert, weil die Gräber öffnen sich und die Kinder stehen auf und wollen wissen, was ist denn nun, so nach dem Motto. Und er weiß gar nicht, wie er es ihnen beibringen soll, dass da nichts ist im Grunde. Und das ist so ein bisschen der Inhalt. Und dann kommt das typisch Spätromantische, dass diese Figur, die das in dem Roman träumt, die Figur, die das in dem Roman erlebt, träumt es nur. Und sie wacht auf und sie hört die Glocken läuten und ist beruhigt, dass es nur ein Traum war. Da haben sie diese spezifisch romantische Zwischenstellung. Sie ahnen, dass da etwas nicht in Ordnung sein kann, aber sie wollen es noch nicht wahrhaben. Also ein schönes Beispiel, ich könnte Ihnen viele solche Zwischenstellungen zeigen, bei Novalis, bei Schlegel und bei vielen anderen. Aber jetzt hier dieser Christus vom Weltgebäude herab. Dort heißt es, ich ging durch die Welten, also dieser Christus sagt das da, ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels, aber es ist kein Gott. Und ich hob die Augen empor gegen das Nichts und gegen die leere Unermesslichkeit des Weltalls und sagte, stummes, starres Nichts, Leichengruft des Universums, niemand ist im All, im Weltall so sehr allein wie ein Gottesleugner. Er trauert mit einem heimatlosen Herzen, das den größten Vater verloren, neben dem unermesslichen Leichnam der blühenden Natur, die kein Weltgeist regiert und zusammenhält. Also sehr existenziell aufgeladen, eigentlich sehr erschütternd, fast unter die Haut gehend. Irgendwie wird hier der Tod Gottes inszeniert, wie ihn dann kurze Zeit später dann Friedrich Nietzsche ja als Schlagwort geprägt hat, und auch bei Nietzsche finden sich ähnliche Formulierungen. Ich bringe mal ein Nietzsche-Zitat, in dem es fast ähnlich klingt wie das von Jean Paul, nachdem dann feststeht, dass es keinen Gott gibt. Bei Nietzsche ist es jetzt kein Traum mehr, sondern er spricht es jetzt als Realität aus. Dort heißt es dann, also es ist kein Gott, ist da irgendwie schon festgestellt, und dann kommt die Frage, wohin bewegen wir uns nun? Fort von allen Sonnen stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Das sind existenzielle Erfahrungen auf den Verlust eines Glaubens, der tief verwurzelt in diesen Personen und in den Menschen teilweise eben drinsteckt. Ein Abschied von etwas, das sie innerlich berührt. Und die Reaktion auf solche Erfahrungen, wie wir sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gibt es sehr viele Dokumente dieser Art, auch im frühen Existenzialismus, etwa an Sartre oder bei Camus und ähnlichen anderen. Die Reaktion auf solche Erfahrungen der Sinnlosigkeit, kann man sagen, nach dem Tode Gottes, sind dreifach in der Regel. Die einen empfehlen auf diese Erfahrung, wie kann es anders sein? Sie instrumentalisieren diese Erfahrung, sie empfehlen daraufhin wieder die Rückkehr des Glaubens. Sagen, wenn du diese Erfahrung nicht haben möchtest, deswegen bedient man sich auch gerne der Religion solcher Berichte, um dann zu sagen, darauf haben wir als Religion dann eine Antwort, diese Erfahrung kann uns erspart bleiben, wenn wir den Glauben an Gott wieder zurückgewinnen. Also Gott als Antwort auf diese Erfahrung. Eine zweite Reaktion ist die Ersetzung des christlichen Glaubens, jetzt durch, wenn man so will, durch religionsartige Sinnmodelle, die nicht mehr religiös sind. Also man ersetzt Surrogate, Ersatzformen. In diese Leere, in dieses Vakuum, was der Tod Gottes hinterlassen hat, wird nun ein etwas anderes, wenn die Religion nicht funktioniert, dann müssen wir eine andere Sinngebung stiften. Und dann heißt es eben, die Nation, die Rasse, der Fortschritt, die Wissenschaft, die Macht,
der Wohlstand, der Konsum oder wie auch immer die modernen Religionssurrogate eben heißen mögen. Daher gibt es ja auch in unserer Zeit natürlich ganz viele. Man schüttet in die Freizeitwelt, Jugendkult, alles Mögliche. Dort haben sie eine Reihe von Ersatzreligionen, die diese Leere aufzufüllen versucht und man erstrebt mit letzter, ja wie in letzter Glaubenshingabe werden nun Dinge verfolgt und das ist das Religionsartige daran, dass man da ganz massiv, ganz entschieden etwas verfolgt, beim Sport, in der Freizeit oder in irgendwelchen anderen Dingen. Oder man flüchtet eben in esoterische Gedankenmodelle, die dann ja keinem rationalen Denken in irgendeiner Form und keinem vernünftigen Denken letztlich standhalten. Da haben sie ja oft parfümierte, pompöse Begriffe, denen es letztendlich an jeder Bedeutung mangelt, die praktisch ohne jede Bedeutung sind, aber sie erfüllen im Grunde eine wichtige existenzielle Funktion. Sie sind so etwas wie, ja, wie aromatische Badezusätze in einer um uns herum kalten Welt. Und wer möchte denn in einer kalten Welt nicht gerne warme, aromatische Badezusätze haben? Und übernehmen dadurch eine gewisse existenzielle Funktion wahr. Nun, was machen nun diejenigen aber, die nun weder sich zu den alten Religionen zurückschleichen möchten, noch zu Ersatzformen, zu Surrogaten, zu Götzen, könnte man sagen, das ist ja dann die Ersatzform, das Surrogat, die sich da nicht hinwegschleichen wollen, bleibt ihnen denn, wie etwa der frühe Sartre noch meinte, oder auch Camus teilweise, ihnen bleibt dann nur die Möglichkeit dieses Nichts, dieses nihilistische Gefühl, alles ist sinnlos im Letzten und ich vermeide dann vielleicht den letzten Gedanken, aber wenn ich bis zum Ende denke, müsste man dann denken, alles ist sinnlos, alles ist vergeblich, alles ist umsonst. Ist das der Weg, der letztendlich dann noch übrig bleibt? Oder gibt es neben diesem dritten, also Gott, Götzen und das Nichts, so könnte man die drei typisieren, gibt es da noch einen vierten Weg? Und ich bin der Meinung, dass es einen vierten Weg gibt. Und wir müssen gar nichts, aber wir wollen gucken, wie dieser vierte Weg gedacht werden kann. Und gibt es ja auch heute, wird er auch schon gelebt. Nicht jeder empfindet ja dieses Universum wie Jean-Paul, dann als dieses stumme, starre Nichts und die Einsamkeit des Gottesleugners im All so sehr, wie er es existenziell empfindet. Und die Frage ist, warum ist das so und wieso konnte es so kommen, dass viele nach dem Verlust Gottes eine solche negative Sinnlosigkeitserfahrung als Folge mit sich führen und auch heute viele, die Religion innerlich verabschieden, dann doch wieder noch davor zurückschrecken, aus Angst davor, vor dem, was es letztendlich bedeutet, weil sie Angst vor dieser Sinnlosigkeit haben. Um das zu verstehen, müssen wir nochmal wieder einen kurzen Blick auf die Geschichte werfen und zurückgehen. Über die Jahrhunderte hat sich in der abendländischen Kultur die Menschheit an ihre Privilegierung als Krone und Mitte der Schöpfung ja gewöhnt. Das gehen wir mal davon aus. Der Mensch wurde ja grundsätzlich theologisch, philosophisch als Mitte und Krone der Welt angesetzt. Man hat ihm souffliert, er habe einen besonderen Wert, die Welt sei für ihn und um seinetwillen erschaffen worden, er sei als einziges Lebewesen mit einer unsterblichen Seele ausgestattet, er rage aus dem Naturzusammenhang als besonderer Liebling Gottes heraus, das sind die großen essentiellen Aussagen bezogen auf den Menschen innerhalb der Welt und der Welt selbst, die als Schöpfung gedacht wurde. Nun sind diese Ideen, wie gesagt, fragwürdig geworden für uns hier, durch die moderne Philosophie, durch die moderne Wissenschaft, durch vieles andere auch. Wir gingen ja davon aus, ohne jetzt dafür die Begründungen zu wiederholen, die es dazu gibt, wir gehen davon aus, es ist fragwürdig geworden. Und was ist die Folge nun davon? Und jetzt ist ja eine erste, um diese Zusammenhänge angemessen verstehen zu können, ist eine ganz wichtige Feststellung nach meinem Dafürhalten zu sagen, dass mit dem Verlust der großen Sinnerzählungen nicht automatisch auch schon die großen Sinnbedürfnisse verschwunden waren. Die großen Sinnerfüllungen sind weggegangen von Nietzsche, von Jean-Paul und vielen anderen, die den Tod Gottes verspüren, aber das, worauf diese Sinnerfüllungen die Antworten waren, die ihnen zugrunde liegenden Fragen und die ihnen zugrunde liegenden Sinnbedürfnisse, die sind noch zurückgeblieben.
Das ist so ähnlich, wie wenn Sie aufhören mit dem Rauchen. Sie hören mit dem Rauchen auf, dann bleibt aber zurück, nicht, dass Sie jetzt einfach nicht mehr rauchen, wie der Nichtraucher nicht mehr raucht, sondern was Sie von einem Nichtraucher von Anfang an unterscheidet, ist, dass derjenige, der jetzt aufhört zu rauchen, trotzdem noch, teilweise noch sehr lange, das Bedürfnis zu rauchen verspürt. Obwohl er es genauso lässt wie der Nichtraucher auch. Aber das unterscheidet ihn von diesem Nichtraucher. Oder ein anderes Beispiel, also das Bedürfnis zu rauchen ist noch da. Ein anderes Beispiel, Sie sind verliebt und die Liebe geht in die Brüche. Und sei es, dass der Partner stirbt, sei es, dass der Partner Sie verlässt, was auch immer. Aber Sie sagen auch, die Geschichte ist zu Ende. Für Sie ist sie auch zu Ende. Aber was trotzdem zurückbleibt, ist die Sehnsucht noch nach der anderen Person. Dieses Bedürfnis ist noch da. Das heißt, dort, wo wir unserer großen Sinnerfüllungen beraubt werden, dort gehen nicht gleich mit die Sinnbedürfnisse, auf die diese Erfüllungen eben antworteten. Und im Lichte dieser nun nicht erfüllten Bedürfnisse haben nun Sinnbedürfnisse und Sinnansprüche, die hier reklamiert wurden, haben nun solche Autoren wie Jean-Paul und Nietzsche die Welt als vergeblich und nichtig wahrgenommen. Das heißt letztlich, eine grund- und zwecklos existierende Welt für sich betrachtet, ist nicht vergeblich, nichtig, umsonst, sinnlos, sondern eine grund- und zwecklos existierende Welt erscheint nur als sinnlos, vergeblich und nichtig im Lichte einer Perspektive, die noch an den alten Sinnbedürfnissen festhält. Also nur dort, wo einst ein letzter Grund und Zweck gedacht wurde, dieser Grund und Zweck wegfällt, aber die Erinnerung daran noch da ist, obwohl er selbst nicht mehr da ist, lässt die Welt nun plötzlich als leer, sinnlos, vergeblich erscheinen. Sie ist an sich grund- und zwecklos, aber sie erscheint vor dem Hintergrund ihres vormals zuerkannten letzten Grundes und Zweckes, der nun weg ist, aber nachdem wir uns erinnern, immer noch so. Das heißt, diese Erfahrung der Sinnlosigkeit, der Nichtigkeit, wie sie Jean-Paul oder jetzt Nietzsche und Sartre und so weiter beschrieben haben, beschreibt letztendlich nichts weiter als eine Entzugs- und Verlusterfahrung, in der wir etwas vermissen, was wir einst zu haben glaubten, aber nun nicht mehr da ist. Und es lebt in uns dieser Anspruch noch weiter. Schon das Wort Sinnlosigkeit spiegelt das ja auch mit. Das Wort Sinnlosigkeit heißt ja immer mehr als nur, dass etwas keinen Sinn hat. In dem Wort Sinnlosigkeit schwingt im Grunde noch ein Anspruch oder eine Enttäuschung mit auf etwas, dass wir glauben, Anspruch zu haben und von dem wir meinen, dass es uns vorenthalten wird. Aber wir glauben, es sollte sein. Etwas ist sinnlos, da ist eine Anklage drin, dass uns hier etwas vorenthalten wird, was wir glauben, beanspruchen zu können. Und wenn das so ist, wenn also diese großen negativen Erfahrungen, also dieses, dass der Mensch, oder nochmal bezogen auf den Menschen formuliert, wir Menschen sind im letzten vermutlich höchstwahrscheinlich, oder wie das dann immer heißt, schmalnasige Säugetiere mit übergewichtigem Kopf, mit auf einer für den aufrechten Gang eher ungeeigneten Wirbelsäule, weshalb wir dann auch so viele Rückenprobleme haben und letztendlich ist unser Körper ja der Körper eines Schwinghanglers, der so mehr oder weniger durch die Wälder geschwungen ist. Deswegen sind ja auch die Akrobaten, die wir in den Zirkussen bewundern können, zeigen nicht so sehr, was der Mensch alles kann, sondern sie zeigen uns eher, was wir alle einmal konnten, als wir doch von Baum zu Baum nämlich geschwungen sind. Also wir sind an sich schmalnasige Säugetiere und das ist an sich erstmal gar nichts Schlimmes. Aber es erscheint als schlimm aus der Perspektive, in der Perspektive von dem, der nun noch den Anspruch der Krone der Schöpfung im Hintergrund hat und diesen Anspruch eben enttäuscht bekommt. Wo dieser Anspruch enttäuscht wird und aber der Anspruch noch fest, an dem Anspruch noch festgehalten wird, obwohl man weiß, er kann nicht erfüllt werden, dann erscheint plötzlich dieses schmalnasige Säugetier zu sein als etwas ganz Schlimmes. So wie die Welt von der Person, die jetzt ihren Geliebten verloren hat, vorher war sie schön, die Welt, nun ist die ganze Welt herum um sie öde, schrecklich, grausam, ganz furchtbar. Ne? Wenn das stimmt,
dann ist damit jetzt auch die Möglichkeit des vierten Weges eigentlich schon fast gezeigt. Ich bringe nochmal in Erinnerung, der erste Weg hieß ja zurück zur Religion. Der zweite Weg war Ersatz für die Religion zu schaffen. Also auf diese großen Sinnbedürfnisse, der Verlust der Religion hinterlässt, entsprechend anderes zu setzen, weltliche Modelle, was dann in der Regel schief geht. Und das dritte war, man kommt mit beidem nicht klar und befindet sich nun in einem Zustand tief existenziell empfundener Sinnlosigkeit, weil man an den Sinnanspruch festhält, der nun dauernd enttäuscht wird. Unser Sinnanspruch prallt an der Welt gewissermaßen ab, sie antwortet auf unsere Sinnfragen nicht, sie gibt nicht diese entsprechenden Antworten und im Lichte dieser Enttäuschung, die sie da liefert, erscheint nun eben alles als sinnlos. Aber diese Sinnlosigkeit ist ja entstanden als Enttäuschung, ist eine Form der Enttäuschung. Es wird etwas enttäuscht, eine Entzugs- und Verlusterfahrung von etwas, die wiederum Ausdruck einer Enttäuschung ist, so muss man sagen. Nämlich unsere Erwartungen an die Welt, dass sie unsere Sinnbedürfnisse befriedigen möge, werden enttäuscht. Und alle Enttäuschung ist aber, was ist eine Enttäuschung? Alle Enttäuschung ist unerfüllte Erwartung. Sie können nur enttäuscht werden, wenn Sie bestimmte Erwartungen haben, was es auch immer ist. Wo Sie nichts erwarten, können Sie weder enttäuscht noch überrascht werden. Wenn Sie mit allem rechnen und überhaupt nichts erwarten, dann kann nichts Sie enttäuschen und kann Sie nichts überraschen. Wenn aber nun alle Enttäuschung unerfüllte Erwartung ist und die große Sinnlosigkeitserfahrung Ausdruck eben einer unerfüllten Erwartung darstellt, dann heißt der vierte Weg, wir müssen etwas an unseren Erwartungen korrigieren. Die Erwartungen sind nicht in Ordnung, wenn man im Grunde die Welt als sinnlos wahrnimmt. Das heißt, um diese Sinnlosigkeit zu ersparen, diese Erfahrung der Sinnlosigkeit zu ersparen, die mit dem Verlust Gottes verbunden ist, müssen die Erwartungen an Sinn, an die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens und der Welt heruntergepegelt werden, sage ich mal. Uns ist gewissermaßen hier so etwas wie eine Sinndiät zu verordnen. Wir dürfen nicht mehr also so etwas wie den Anspruch erheben, die Krone der Schöpfung sein zu wollen, sondern eben halt eben ein Lebewesen unter anderen. Und wenn es uns gelingt, wenn eine Mäßigung, eine Absenkung der großen Sinnerwartungen möglich ist, und wenn sie vollzogen ist, dann nehmen wir die Welt auch anders wahr. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Wie lassen sich Sinnerwartungen absenken? Offenbar konnten Nietzsche und Jean-Paul und andere konnten es und können es nicht. Andere können es, die 100 Jahre später leben, können es besser. Wie geht es? Die Macht der philosophischen Argumente ist hier sicherlich begrenzt, weil wir auch sehr emotionale Wesen sind. Und im Grunde gibt es da überhaupt gar keine Regel, wie wir diese hohen Sinnerwartungen, dieses, wenn es keinen Gott nicht gibt, nehmen wir die Welt dann als sinnlos, vergeblich wahr oder eben nicht als sinnlos und vergeblich wahr, weil wir diese Erwartungen noch haben oder nicht haben. Aber wie kommen wir von diesen Erwartungen weg? Da gibt es keine philosophische Regel, das entscheidet im Grunde der Zeitgeist, die soziale Umgebung, die Art der Erziehung, das kulturelle Umfeld und vielleicht auch natürlich die Reflexion, aber wie gesagt, deren Stellenwert ich hier nicht so hoch ansetzen möchte. Nur wenn wir es denn mal vollzogen haben, wenn wir diese Erwartungen gar nicht mehr an das Leben und die Welt haben in dieser Form, dann ist es auch wieder möglich, dieses Universum mit seinen Milliarden Sonnen und Galaxien als ein faszinierendes Schauspiel zu erfahren. Ein Schauspiel ohne tiefere Bedeutung, gewiss. Also das Weltall besteht nach wie vor in erster Linie aus Wasserstoff und Helium und hat keine tiefere Bedeutung. Aber wir können uns dieses Schauspiels jetzt erfreuen, wir können unter dem gestirnten Himmel liegen im Sommer, wenn es dann warm ist und der Mond eben sich gerade nicht von der Sonne beschienen wird, sodass es also kein Vollmond ist und wir irgendwo auch keine Städte so viel Licht liefern, dann haben Sie ja manchmal, wenn Sie am Mittelmeer oder wo auch immer sind, sehen Sie ja da tausende von Sterne da am Horizont. Das können Sie nur noch als ein faszinierendes Schauspiel nun wahrnehmen, dass Sie Ihren Verstand verlieren mögen, aber es muss Ihnen nicht die Leichengruft des All erscheinen, wenn Sie nicht diese Erwartungen haben. Sie können auch im Grunde die Ruhe des klaren Nachthimmels
Mit den funkelnden Sternen können Sie genießen. Sie können den nächtlichen Vollmond als Zeuge unvergessener Liebesnächte weiterhin feiern. Sie können auch die heitere Natur um Sie herum, die blühende heitere Natur um Sie herum können Sie feiern. Das ist alles im Grunde jetzt möglich. Und bezogen auf das eigene Leben, wenn Sie nicht mehr den Anspruch haben, die Krone der Schöpfung zu sein, wie gesagt, dann ist es auch nicht schlimm, ein schmalnasiges Säugetier zu sein. Sie können sogar die Einzigartigkeit Ihres Daseins sogar zelebrieren, ohne ihm einen besonderen Wert zuzumessen, indem Sie einfach die Unwahrscheinlichkeit seines Auftretens sich vergegenwärtigen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jemals existieren würden, war ja nun vom Nullpunkt aus gesehen höchst unwahrscheinlich. Dennoch ist aber beträgt die Natalität der Menschen 100%. Also jeder, der existiert, existiert nun einmal. Und deswegen kann er sich darüber auch erfreuen. Die Mortalität beträgt leider auch 100%. Ne? Das schafft dann. Und wenn Sie das feiern können, dann können Sie sagen, mein Leben mag an sich bedeutungslos sein. Das ist jetzt alles auch möglich mit einem säkularen Standpunkt. Es mag an sich bedeutungslos sein, für mich bleibt es aber bedeutsam. Und stand es auch nicht zu erwarten, dass ich jemals existieren würde, ich existiere aber trotzdem. Und bin ich auch für die Welt nicht besonders wichtig, gibt es doch für mich nichts Wichtigeres als ich für mich selbst. Letztendlich und meine Nächsten und so das Leben, wie es mir einfach gegeben ist. Das heißt, in diesem Leben, das aus kosmischer Perspektive bedeutungslos ist, was aber jetzt nicht weiter schlimmer ist, weil sie gar nicht mehr die Erwartung hegen, dass es mit ihnen etwas Besonderes auf sich hat, weshalb dann auch das Leben und die Welt sie auch nicht mehr schmerzen kann, als etwas, das sie enttäuscht und das als sinnlos von ihnen noch wahrgenommen wird, dann ist es auch wieder möglich, in dieser Bedeutungslosigkeit des Ganzen doch noch wieder ein sinnvolles Leben zu führen. Und ich bringe es gerne so auf die Formel, indem ich sage, es gibt einen Vorrang der vorletzten Fragen vor den letzten Fragen für das gelingende Leben. Das gelingende Leben hängt gar nicht so sehr von Antworten auf die letzten Fragen ab, sondern vielmehr von guten Antworten auf die vorletzten Fragen. Und letzte Fragen sind Fragen nach dem Grund und Zweck des Ganzen und wo führt alles hin und Ziel und Zweck und so weiter. Aber vorletzte Fragen sind etwa Fragen nach einer in unserem Breiten, sage ich mal jetzt in Westeuropa, das sind eben Fragen nach einem halbwegs zufriedenstellenden Beruf, nach einer gelingenden Partnerschaft, nach ein paar Freunden, nach einer ansprechenden Musik meinetwegen, nach einem guten Buch, nach einem schönen Sex und dergleichen mehr. Wenn Sie das haben, dann haben Sie mehr oder weniger bereits ein gelungenes Leben. Und sicherlich ist ein solch gelungenes Leben nicht einfach zu erreichen. Wir stehen immer wieder auch vor den Herausforderungen unseres Scheiterns. Wir haben auch immer wieder Angst davor und wir müssen uns immer wieder neu mit diesen Fragen befassen, wie wir denn leben möchten und wie können wir dieses Scheitern verhindern. Das ist gar nicht bestritten. Und in diesem Kampf um das Nicht-Scheitern oder auch in der Bewältigung dann der schweren Lebenslagen, auch das muss man natürlich offen sagen, gibt es auch schwere Lebenslagen, für die vielleicht Religion auch bessere Antworten zu geben in der Lage war, als jetzt man steht dann eben davor und kann sagen, wir können mit Krise und mit Tod und Krankheit haben wir nur begrenzte Sinnressourcen zur Verfügung, allen voran der wechselseitige Beistand im beschwerlichen Alltag der Welt, also besonders der wechselseitige Beistand, wenn man über den schon verfügt, über den Trost von nächsten Menschen, dann ist schon viel geholfen. Aber hier sind natürlich auch Probleme gegeben, die sich nicht so ohne weiteres bewältigen lassen, die aber vielleicht mit Religion sich besser bewältigen ließen, unter Umständen nicht unbedingt, aber besser bewältigen ließen, aber der abwesende Gott ist mit dem stärksten Argument seiner Benötigung nicht herbeizuzwingen, sage ich mal. Also wenn Sie denn schon den Glauben verloren haben, dann können Sie ihn nicht auf Knopfdruck dann wieder zurückbekommen und so in dieser Situation befinden wir uns ja, sodass wir dann in der Bewältigung schwieriger Situationen wir dann immer auch wieder darum ringen müssen, um realistische Lebensziele, die es uns ermöglichen, sich mit dem abzufinden, was wir nicht erhalten können und mit Würde loszulassen, was wir eben halt auch nicht, sich abzufinden, was wir nicht ändern können und mit Würde loszulassen, was wir nicht halten können. Aber es ist möglich, die existenzielle Bewältigung, wenn es auch Grenzen gibt, Versöhnungsgrenzen. Also es ist ja immer die Frage, wie ist ein mit sich selbst versöhntes Leben möglich unter Bedingungen des großen Sinnverlustes. Wie gesagt, die Sinnerwartungen müssen heruntergepegelt werden, dann nimmt man das Leben schon etwas ganz anders wahr. Wir müssen uns immer wieder fragen, ob meine
mein Ärger über die Welt daher rührt, dass die Welt und die Wirklichkeit um mich herum nicht meine Erwartungen erfüllt oder eben halt einfach, ob meine Erwartungen schief zur Realität stehen und ich da an dieser Stelle, an dieser Schraube etwas drehen sollte. Das ist irgendwie aushaltbar und möglich mit Grenzproblemen, die nicht einfach sind. Aber wie steht es nun um die ethische Bewältigung? Und da komme ich jetzt zum zweiten Teil meines Vortrages. Wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt. So schrieb einmal Dostojewski dem Sinne nach. Also es wird immer Dostojewski zugeschrieben, dieser Ausspruch. Er stammt aber nicht von Dostojewski, er hat es so nie formuliert. Man hat nur seine Position so zusammengefasst in den Brüder Karamasow. Und es ist aber tatsächlich so derart auch von ihm darin formuliert. Und die letzten Päpste, Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Haben es diesen Gedanken auch gerne variiert, immer wieder aufgegriffen. Und sie weisen immer wieder gerne darauf hin, oder sie meinen, dass die Begründung moralischer Normen, dass dazu religiöse Überlieferungen irgendwie unverzichtbar seien, dass so etwas wie Ethik immer irgendwie religiös begründet sein müssen, wenn nicht die ganze Welt aus den Fugen geraten soll. Und die Frage ist natürlich, ob wir in der Ethik tatsächlich einen solchen Begründungsnotstand haben. Also die Philosophen haben das so noch nie empfunden in den letzten zwei Jahrhunderten, wie die Religionen ihn da immer suggerieren möchten. Aber es wird eben so suggeriert und es wird auch so in die Öffentlichkeit transportiert. Deswegen muss man sich dieser Frage auch ernsthaft annehmen. Nehmen wir einmal an, dass die Grundwerte unserer Gesellschaft, wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder ähnliche Dinge, dass diese Werte tatsächlich nur religiös begründbar wären. Wobei die Religion ja selbst große Probleme immer mit diesen Grundwerten hatten über viele Jahrhunderte und sich erst seit wenigen Jahrzehnten zu diesen Grundwerten auch erst bekennen. Aber das lassen wir mal auch dahingestellt. Gehen wir mal davon aus, diese Werte ließen sich nur so religiös begründen, dann hätten wir natürlich in der westlichen Welt ein großes Problem, weil der religiöse Analphabetismus, insbesondere unter jüngeren Menschen, eben ja doch gegeben ist und dann wären ihnen diese Werte überhaupt nicht mehr vermittelbar. Wir befinden uns ja mittlerweile schon in der westlichen Welt, in den Großstädten, mehr noch als auf den Landregionen, in einer Welt, in der doch die Sonn- und Feiertagsregelungen in erster Linie als kommende Gelegenheiten zum Ausschlafen wahrgenommen werden und in einer Welt, in der doch viele Bürger zwar Gotteshäuser noch als Gotteshäuser erkennen, aber doch meistens dann doch nur als Immobilien in bester Ortslage, in denen man eigentlich sein Haus stehen haben möchte, weil man von da aus im Grunde alles am besten erreichen kann. Bibelkenntnisse verfügen viele nicht mehr wirklich. Die 10 Gebote, wer kann sie noch ohne weiteres aufsagen? Wir bewegen uns auf eine Gesellschaft zu, in der die Menschen ja eigentlich noch nicht einmal mehr heidnisch sind, weil sie nicht einmal mehr wissen, dass sie Heiden sind. Es wäre auch falsch, sie als Atheisten zu bezeichnen, weil das setzt voraus, dass sie wirklich ein bewusstes, reflektiertes, halbwegs feindseliges Verhältnis zur Religion haben. Aber das haben ja viele nicht. Viele gehen einfach nur gleichgültig an ihr vorüber, weil die Bewusstseinsstrukturen mittlerweile doch so säkularisiert sind durch die moderne Arbeitswelt, durch den modernen Freizeitsektor, durch viele Phänomene der modernen Erlebnis- und Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft, dass sie gar nicht mehr der Zugang zur Religion irgendwie sich vergleichgültigt irgendwie hat. Man lässt sich zwar das eine oder andere Ritual bei bestimmten Anlässen noch gefallen, aber man verlässt sich eben auch immer weniger darauf. Wir leben also in einer Gesellschaft, die sich zwar darauf einrichtet, dass religiöse Gemeinschaften fortbestehen, aber sie bestehen fort in einer immer stärker säkularisierenden Umgebung. Und in einer solchen immer säkularisierenden Umgebung kann Religion nach meinem Dafürhalten erst einmal, wir kommen auf diese Ethikfrage gleich zurück, kann aber erst hier im Vorfeld, kann Religion eigentlich nur noch in der Privatsphäre zugelassen werden und im öffentlichen Raum eigentlich nur noch insofern, wie sie Privatsache bleibt. Das ist zwar Lippenbekenntnis in unseren modernen europäischen Verfassungen und Rechtsprechungen, die sich ja gerne auch als weltanschaulich neutral bezeichnen, irgendwie, aber natürlich die Fakten sind natürlich etwas anderes, weil wir wissen ja über die starke Verzahnung eben von Staat und Kirche, die in Deutschland, in der Schweiz und anderen Ländern Europas eben auch gegeben ist, mit Ausnahme etwa von Frankreich besonders, aber sonst ist ja da eine starke Verzahnung. Das lässt sich eigentlich nicht halten aus meiner Sicht.
diese starke Verzahnung in einer säkularen Gesellschaft, wie sie heute schon ist, die für sich reklamiert, auch weitgehend weltanschaulich neutral sein zu wollen. Friedrich II. Hat es ja mal so formuliert, also wir sind in einer Gesellschaft, wo der Staat nur noch gewährleisten sollte, so etwas wie Religionsfreiheit, dass jeder im Grunde zwanglos religionszugehörig oder nicht religionszugehörig ist, aber in der er nicht so stark sich dann diese noch rechtlich mit der Religion verzahnen sollte. Friedrich II. Hat es so formuliert, jeder soll eben nach seiner Fasson selig werden können, das wäre im Grunde die angemessene Position, oder Thomas Jefferson hat es noch treffender, glaube ich, formuliert oder noch schöner fast formuliert, er schrieb einmal, es geht mich nichts an, ob mein Nachbar an einen, zwei oder an gar keinen Gott glaubt, das tut mir nicht weh und macht mich auch nicht ärmer. Also es ist mir eigentlich egal. Und so muss eigentlich das Zivilverhältnis sein. So leben wir also oder leben immer stärker in einer Gesellschaft, in der über den Sinn des Lebens es viele Ansichten gibt, eine säkulare Offenheit besteht, sodass nun die Frage entstehen muss, wie in einer solchen Welt, in der eine plurale Offenheit besteht, nun die Werte, die diese Gesellschaft dann jetzt noch verbindet, die multikulturell ist und in der die Religion ihre Leitfunktion einbüßt oder auch einbüßen sollte oder schon eigentlich verloren hat, wie dann in dieser Gesellschaft im Grunde nun ethische Regeln sich überhaupt dann festsetzen lassen. Und da kommt es dann wieder, dass man sagt, es geht ja, wie wir sehen, dann doch nicht ohne Religion. Das meinen jetzt wieder die religiösen Vertreter und sie sind der Ansicht, dass dann auch nicht nur diese moderne Welt, die ja so eine Welt ist, in der man auch glaubt, auf Gott verzichten zu können, man ist da nicht nur dankbar, dass man dann religionsfrei in dieser Welt ist, sondern weil man auch diese Welt wahrnimmt als eine solche, in der man glaubt, auf Gott verzichten zu können, hält man sich dann doch in den engsten kirchlichen oder religiösen Kreisen dann doch für eine Welt des Irrtums. Diese Ansicht, dass diese Gesellschaft eine Gesellschaft des Irrtums ist, nicht nur jetzt überhaupt, meine ich, diese Ansicht teilen dann ganz verschiedene Vertreter der großen Religionen, also das teilt die Geistlichkeit Teherans mit der orthodoxen Geistlichkeit Jerusalems und mit der katholischen Geistlichkeit Roms und mit sicherlich mit vielen evangelikalen Kreisen, wie sie auch in der Schweiz existieren, sicherlich auch. Man möchte eigentlich diese Gesellschaft bekämpfen, man möchte, dass sie wieder ein religiöses Fundament bekommt und man möchte eigentlich auch, man glaubt auch, dass diese Gesellschaft ein solches Fundament dringend nötig habe, weil sie aus sich heraus nicht existieren, sondern nur in die Irre gehen können. Und auf die Nachfrage, was sie denn so bietet, die Religion, was die moderne Gesellschaft nicht aus sich heraus erzeugen könne, dann heißt es eben immer wieder Sinn, verbindliche Werte, Orientierung. Und schauen wir uns nun aber die Idee einer religiösen Ethik doch mal wirklich im Detail an. Dann muss man zu einem erschütternden Ergebnis kommen. Ich nehme das Ergebnis vorweg. Ich sage, die Idee einer religiösen Ethik ist entweder, oder eine religiöse Ethik ist entweder beliebig oder sie ist überflüssig. Warum? Also jede religiöse Ethik ist entweder beliebig oder sie ist überflüssig. Ich bringe das mit Platon, werde ich Ihnen das verdeutlichen. Platon, also der große Philosoph Platon, hat in einem frühen Dialog, dem Euthyphron, hat er die Frage aufgeworfen, sind die moralischen Gebote richtig, weil Gott sie befiehlt? Oder befiehlt Gott die moralischen Gebote, weil sie richtig sind? Also das ist die große Frage. Sind die moralischen Gebote richtig, weil Gott sie befiehlt? Oder befiehlt Gott die moralischen Gebote, weil sie richtig sind? Gehen wir zur ersten Frage. Sind die moralischen Gebote richtig, weil Gott sie befiehlt? Wenn wir diese Meinung haben sollten, dann könnte Gott praktisch alles befehlen und es wäre dann moralisch richtig. Er könnte uns nicht nur befehlen, das Stehlen zu unterlassen, das Morden zu unterlassen, uns gegenseitig zu achten, sondern er könnte uns auch befehlen, uns zu morden und dieses und jenes zu tun. Das ist dann einfach denkbar. Und wenn wir auf die Geschichte gucken, dann
ist es ja teilweise auch so geschehen. Und heute noch teilweise geschehen ja Morde im Namen Allahs und es werden im Grunde Selbstmordkommandos gefahren, in denen also auch menschliches Leben geopfert wird und es wird als moralisch richtig angesehen. Eine solche Position, die sagt, moralische Gebote sind richtig, weil Gott sie befiehlt, sind aus vernünftiger Perspektive beliebig. Eine solche Ethik können wir nicht trauen, wir müssen sie überprüfen auf ihren humanitären Gehalt. Wir können nicht einfach sagen, nur weil Gott es befiehlt, ist es richtig. Das ist im Grunde für aufgeklärte humanistische Denker nicht möglich. Und Kant, Immanuel Kant, hat deshalb ja auch eine Schrift verfasst, die unter der Überschrift steht, Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft. Und er wollte in dieser Schrift, was auch immer darin stehen mag, wollte er aber einfach sagen, religiöse Gebote können nur sofern unsere Zustimmung erhalten, wie sie im Grunde sich als vernünftig nachvollziehen lassen. Und diesen Anspruch würde ich jetzt auch nicht aufgeben wollen als aufgeklärter Mensch, weil alles andere eben beliebig ist. Wer will denn nun sagen, moralische Gebote sind richtig, weil Gott sie befiehlt? Aber woher weiß ich erstmal um diesen Befehl Gottes? Das sind ja dann alles wieder Menschen, die sich dann im Grunde sagen, das ist der Befehl Gottes. Also hier haben wir Beliebigkeit. Dann haben wir die andere Position. Sind die Gott, oder wie war das? Gott befiehlt bestimmte Gebote deshalb, weil sie moralisch richtig sind. Ja, also Gott befiehlt, weil es an sich moralisch richtig ist. Gottes Gebote werden, Gott befiehlt bestimmte Gebote, weil sie an sich moralisch richtig sind. Wenn das stimmt, dass sie an sich moralisch richtig sind, was Gott befiehlt, dann sind natürlich diese Gebote Gott selbst offenbar unverfügbar vorgegeben. Also er hat selbst dann keinen Zugriff drauf, sondern es ist eben an sich moralisch richtig. Deshalb befiehlt er es. Und offenbar können wir es auch nachvollziehen. Und weil es dann so ist, dann brauchen wir auch Gott nicht. Wenn es moralisch richtig ist, dass wir uns gegenseitig achten sollen, und dass es, wenn es moralisch richtig ist, dass wir uns nicht töten sollen und nicht bestehlen sollen, und wenn Gott uns das dann befiehlt, ja, das kann er uns dann befehlen, aber wir brauchen dann diesen Befehl nicht, weil wir können ja erkennen, dass es an sich moralisch richtig ist. Verstehen Sie? Also ist entweder, Gott ist entweder die moralischen Gebote, eine religiöse Ethik ist so dann zusammengefasst, prinzipiell ist entweder überflüssig oder sie ist beliebig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn es, und wir gehen jetzt ja mal davon aus, dass es moralisch richtig ist, dass wir uns gegenseitig achten sollen, dass wir das Recht auf Leben achten und vieles andere, was so die Essentials im Grunde, so die ethischen Wesenaussagen, die wir so wesentlichen Aussagen sind, die wir ja so kennen, ne, nicht zu töten und so weiter, Gleichheit, Freiheit und. Aber woher wissen wir jetzt, dass sie an sich moralisch richtig sind? Da konnte jetzt wieder die Ethik sagen, ja, Gott ist der Garant dafür. Aber wir müssen jetzt das aus uns heraus schöpfen. Woher wissen wir, dass es an sich, dass das Werte sind, die an sich gültig sind, etwa Achtung voreinander zu haben, Freiheit, Selbstbestimmung, Gleichheit? Sind das wirklich Werte an sich? Aber was ist das denn wieder, Werte an sich, Grundwerte an sich? Woher nehmen wir diese Grundwerte an sich? Woher schöpfen wir die? Das gibt es da ein Geisterreich, frei herumschwirrender Werte, die wir irgendwie erfassen können, die uns auch vorgegeben sind? Gibt es das irgendwie? Das wurde teilweise tatsächlich so gedacht von bestimmten Wertphilosophen, will ich jetzt gar nicht, Max Scheler, Nikolai Hartmann und andere, also so ein Gespensterreich im Grunde, das ist etwas sehr Absonderliches, wenn wir immer von den an sich gültigen Grundwerten sprechen. Wo gibt es die? Die können wir ja nicht pflücken wie Äpfel und Birnen von Bäumen. Nein, es gibt sie nach meinem Dafürhalten nicht. Es gibt gar keine an sich gültigen Werte. Werte, die unabhängig von menschlichen Wünschen, Interessen, Neigungen und dergleichen bestehen. Es gibt zwar, oder so muss man sagen, es gibt keine an sich gültigen Werte, das ist jetzt eine harte Aussage erst einmal, es gibt keine an sich gültigen Werte, die unabhängig von unseren Interessen, Wünschen, Neigungen und dergleichen mehr bestehen. Das heißt aber nun nicht, dass alles beliebig ist. Das wäre jetzt der falsche Schluss, den man aus dieser Aussage ziehen sollte. Werte sind intersubjektiv trotzdem begründbar. Wir können uns darüber verständigen und wir tun es ja auch, ob wir bestimmte Werte, bestimmte Interessen als wertvoll ansehen wollen
und als Werte, die wir gemeinschaftlich verfolgen wollen. Wir können nicht einsehen, dass es an sich objektive Werte gibt, aber wir können uns darüber so verständigen, dass es gute Gründe gibt, bestimmte Werte zu vertreten, zu akzeptieren und zu befolgen. Das ist ganz wichtig. Es gibt keine an sich gültigen Werte, aber wir können uns darauf verständigen, auf bestimmte Gründe, die es geraten sein lassen, dass wir bestimmte Werte wie du sollst nicht töten vertreten sollten, weil wir selber ganz gut dabei wegkommen in einer Gesellschaft, in der gilt, man soll nicht töten, ist die Chance zu überleben beispielsweise höher als in einer Gesellschaft, in der dieses Gebot nicht gilt. Das könnte man sagen, naja, es mag ja für alle anderen gelten, ich möchte aber diesen Wert so haben, dass er für alle anderen gilt, außer für mich. Ne? Nur darauf wird man sich wiederum nicht verständigen können mit den anderen, ne? Die kommen ja dann auch bald dahinter und werden das nicht so hinnehmen wollen. Also man muss sich darauf verständigen, so muss man sich, also kann man Gründe anbringen, warum Achtung, warum man nicht stehlen soll, warum man Achtung aufbringen soll, warum man Fürsorge anbringen soll, warum man solche Werte vertreten soll, warum man sie akzeptieren soll und warum man sie auch befolgen soll. Damit ist nicht bewiesen, dass es sie an sich gibt, sondern sie werden damit nur als Werte installiert, als Menschenwerk installiert, die ihren letzten Grund in Interessen und Neigungen und Bedürfnisse der Menschen haben. Und wir müssen uns darüber verständigen und darauf vertrauen, dass es solche Interessen unter uns, dass es elementare Interessen gibt, die wir weitgehend miteinander teilen. Es gibt zwar eine große kulturelle Verschiedenheit der Menschen, aber es gibt so etwas, wie ich es gerne bezeichne, es gibt unterhalb aller kulturellen Differenzen, gibt es so etwas wie eine existenzielle Gleichstellung aller Menschen als verwundbare, bedürftige Lebewesen, die ganz bestimmte elementare Interessen miteinander verbinden. Und auf diese müssen wir uns verständigen. Und diese Werte dann auch, diese Interessen in Werte formen. Und die Verständigung selbst schon wiederum, in der wir ja uns über Grundwerte überhaupt erst verständigen möchten, setzt schon eigentlich Grundwerte bestimmter Art voraus, wenn man hinguckt. Also schon die Verständigung darüber, welche Grundwerte wir eigentlich teilen möchten, setzt nämlich einen als ganz elementaren Grundwert voraus, nämlich schon so etwas Demokratisches, nämlich den offenen Meinungsaustausch. Wir sollen uns darüber verständigen, heißt, wir müssen schon eine offene Gesprächskultur entwickeln können. Und um eine offene Gesprächskultur entwickeln zu können, sind schon wieder andere elementare Voraussetzungen gemacht. Nämlich, Sie können nur eine Gesprächskultur entwickeln dort, wo auch ausreichend Bildung da ist, um solche Gespräche auch führen zu können. Also ist Bildung auch schon als ein hoher Wert mitgedacht. Auch sollten Sie nicht hungern unbedingt, um bei solchen Gesprächen wirksam teilnehmen zu können. Und dann ganz elementar darf es keine Geheimpolizei geben, die Sie überwacht und vielleicht durch unliebsame Bemerkungen Sie dann hinaus katapultiert. Also hier sind überall schon Grundwerte mitgesetzt. Was damit aber alles in allem gesagt werden soll und was ich damit sagen möchte ist, diese Interessen, diese Grundwerte, diese Verständigungskultur, alles diese Dinge können wir nun installieren ohne jeden Rückgriff auf metaphysische, religiöse und andere Größen. Wir können hier eine Gesellschaft installieren, die alle diese Dinge letztendlich gar nicht benötigt, solche nominosen Mächte. Und im Grunde ist es ja, ich meine zwar, dass wir solche philosophisch-ethischen Begründungen immer wieder auch durchexerzieren sollten, aber letztendlich für die Lebenspraxis ist es ja eigentlich gar nicht so ganz, ist zwar die Sozialisation ganz wichtig in diese Werte hinein, aber ich finde immer, dass für die ethische Lebenspraxis gar nicht so wichtig ist, diese tiefen Begründungen, sondern da ist es eher wichtig, die Wahrnehmung auf die Phänomene, also wem, ich drücke es jetzt etwas plakativ mal aus, wem das Leid seines Nächsten vor Augen und seine Bedürftigkeit und sein Achtungsanspruch und dergleichen mehr, diesen vor Augen, wem das, wenn ihm das vor Augen liegt, nicht schon genügt, um entsprechend Hilfe zu leisten.
der wird sich durch ein religiöses Gebot und durch einen spitzfindig erklügelten philosophischen ethischen Beweis auch nicht dazu bewegen lassen. Also wem das eine nicht reicht, dem genügt das andere dann auch nicht. Nur haben wir es natürlich so nicht so einfach in der Wirklichkeit, denn selbst wenn wir bestimmte Dinge, wenn unser Verstand erhellt ist, wir haben also Klarheit im Kopf gewonnen, dann ist doch noch nicht das Herz bewegt. Also der Verstand ist erhellt, aber das Herz ist noch nicht bewegt. Die Menschen neigen natürlich zu Egoismus und zu Grausamkeit und sie sind irgendwie auch Raubtiere, sie sind rücksichtslos, sobald sich ihnen die Gelegenheit bietet, sodass wir uns nicht darauf verlassen können, auf die appellative Kraft der Ethik. Und die Ethik hat nur eine appellative und keine zwingende Kraft. Und wir müssen, um diese Verstandeserkenntnisse dann wirksam werden zu lassen, braucht es immer noch etwas mehr als nur die reine kognitive Erkenntnis. Es braucht dazu immer das, was man mit den alten Römern Benevolentia nennen könnte, das Wohlwollen, die Milde, die Güte. Sie können sie auch strategisch einsetzen. Also ich setze das Wohlwollen sehr oft in der Hochschule strategisch ein. Also ein Beispiel in Klammern mal gesprochen. Also auch das Wohlwollen ist manchmal auch verdächtig. Man kann ja auch Menschen mit Güte in die Knie zwingen. Also wenn ich in der Druckerei etwas haben möchte, dann hat es keinen Zweck, in die Druckerei zu gehen und zu sagen, ich bräuchte das heute Mittag um 4 schon. Jetzt haben wir schon 12, dann sagen die, das ist in den nächsten 2 Wochen gar nicht denkbar, sagen die dann in der Hochschuldruckerei. Sie wollen das heute Mittag um 4. Also das habe ich dann 3-mal gemacht und dann kam mir halt aber so ein ganz simpler Gedanke, sage ich jetzt, heute nehme ich den einfach mal süße Teilchen mit, so Stückchen aus der Bäckerei. Und das funktioniert. Man geht mit 3 Stückchen, legt die auf den Tisch und sagt, ich brauche heute Mittag um 4. Selbstverständlich, ja, wenn Stückchen und dann Dresden und es hat geklappt. Also das sind, ja, so besticht man die Welt. Also mit Güte in die Knie zwingen, jetzt aber zurück im ernsten Sinne, Wohlwollen. Wohlwollen bedarf es. Aber auch das Wohlwollen, eine Schule der Empfindsamkeit hat es Richard Rorty mal bezeichnet, sagt, wir können viel mehr für die Menschenrechte erreichen, nicht indem wir irgendwelche Wesensbestimmungen des allgemeinen Menschen dauernd erkünsteln, religiös oder mit philosophischer Art, sondern wir müssen eine Schule der Empfindsamkeit entwickeln, indem wir uns einfach sensibilisieren für die Lebensgeschichten der anderen. Wir sollen einfach narrativ mehr zuhören, wie der andere lebt, und dann merken wir, wie viele Übereinstimmungen zwischen uns existieren, dass wir gar nicht so sehr verschieden sind. Aber auch darauf ist kein Verlass. Und deswegen, weil es mit dem Wohlwollen eben auch nicht funktioniert, brauchen wir dann am Ende doch zur Verwirklichung dieser als Werte anerkannten Interessen durchsetzungsfähige Rechtsinstitutionen, die dann also wirklich durchsetzungsfähig sind, die uns auch vor uns selbst schützen, die uns vor unserer Wut, die wir manchmal gegenüber anderen empfinden und uns, die uns dann auch ungerecht sein lässt, und im Grunde das am ehesten noch realisieren kann, wo halt die Ethik letztendlich dahinter bleibt. Ich schließe meinen Vortrag jetzt ab, die Zeit ist auch abgelaufen, soweit ich das sehe, mit dem Fazit, wenn wir nochmal zurückblicken auf die existenzielle und ethische Dimension einer radikal entzauberten und gottlos gewordenen Welt, dann ist so das banale Fazit, das wir ziehen können, heißt dann immer irgendwie Erwartungen etwas runterpegeln und vor allem die einfache Erkenntnis, dass wenn wir in dieser vor Kälte Einbrüchen nicht gesicherten Welt wir etwas mehr Wärme haben möchten, wir diese Wärme letztendlich nur durch uns selbst und mit uns selbst erzeugen können. Also die esoterischen Badezusätze gegen die Kälte der Welt müssen wir uns selber erfinden, müssen wir uns selber erschaffen, und es ist nichts und niemand da, der sie uns geben kann. Also deswegen sind wir ganz auf uns, wie es Sartre und viele immer wieder, auch jetzt ist ja am Sonntag der Lévi-Strauss ist ja gestorben, hat in seinem vierbändige Werk, ach Gott, also seine Anthropologie gibt ein vierbändiges Werk, ganz hinten hat er eben halt auch diesen nackten Menschen, der im Grunde dann ganz auf sich selbst gestellt ist, und es ist nichts und niemand da, der uns im Grunde hilft, mit dieser Welt klarzukommen, außer der wechselseitige Beistand, die gegenseitige Hilfe, die wir uns leisten, gegenseitig geben müssen. Und es ist
sehr schnell gedacht, das genieße das Leben. Natürlich sollen wir es genießen, aber das Leben ist natürlich oft gar nicht so. Die Kehrseite ist natürlich des Lebens ist, oder die vordere Seite, sogar die erste Seite des Lebens ist eigentlich vielmehr, dass das Leben doch sehr oft sorgenvoll, mühsam und des Gelingens nicht sicher ist, weshalb es dann auch manchmal schwierig ist, das Leben dann zu genießen. Und darauf, das ist ja dann auch der Prüfstein, sage ich mal, einer religionslosen Vereinigung, wie sie mit diesen schweren Daseinslagen klarkommt und welche Antworten sie dafür parat hat, für wenn es uns gut geht, dazu brauchen wir, das ist dann klar, da ist es einfach dann mit klarzukommen. Aber die Frage ist ja, welche plausiblen Antworten können wir auf schwierige Lebenssituationen geben, die nicht Götzen wieder darstellen, die kein Religionssurrogat sind oder irgendetwas anderes. Gibt es darauf gute Antworten und wo müssen wir offen dann auch einfach uns eingestehen, hier haben wir Situationen, die müssen wir einfach aushalten und dann können wir uns nur irgendwie gegenseitig an der Hand fassen und uns die Händchen streichen und dann ist es und mehr geht jetzt auch letztendlich nicht. Und in diesem Sinne, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.